Fastenzeit-Podcast der katholischen Kirche in Unna, Fröndenberg und Holzwickede mit Viktoria Schumann und Marc Stücker. Heute beginnen wir den Freitag der zweiten Fastenwoche, den du unter das Thema Familienbeziehungen gestellt hast. Mein erster Gedanke war sehr interessant, dass ein Priester das Thema Familienbeziehungen wählt. Mein zweiter Gedanke war, so abwegig ist es überhaupt nicht, da wir alle natürlich irgendwie in irgendeiner Form von Familie aufwachsen und damit irgendwie vertraut sind, mehr oder weniger. Ich persönlich bin Einzelkind. Die Geschichte, die biblische Geschichte, von der wir gleich hören, da geht es um geschwisterliche Beziehungen. Marc, meine erste Frage an dich. Hast du Geschwister? Ja, die habe ich. Meine Schwester Sonja, die ist 9 Jahre jünger als ich, mit all den Schwierigkeiten, die so etwas mit sich bringen kann. Inzwischen hat sie auch 2 Söhne, meine beiden Neffen, die auch meine Patenkinder sind. Ja. Aber in der heutigen Lesung aus dem Buch Genesis, die mich ja dazu inspiriert hat, zu diesem Thema was zu sagen, da wird von einer 12-köpfigen Geschwisterschar erzählt. Und zwar zuerst mal von Josef, dem Träumer. Sein Vater, das ist Jakob oder Israel, also der Sohn auch von Isaak. Dieser Vater liebt den Josef mehr als seine 11 Brüder. Und das macht er zum Beispiel deutlich, indem er ihm einen Ärmelrock schenkt. Kein anderer hat sowas. Und deswegen werden natürlich seine Brüder neidisch. Und dann kommt Josef auch noch her und erzählt ihnen von einem Traum, den er gehabt hat. Nämlich von dem Traum, dass Sonne, Mond und Sterne sich vor ihm, Josef, verneigen. Und jetzt, als das passiert ist, haben seine Brüder einfach genug von ihrem Josef. In der Steppe lauern sie ihm auf, werfen ihn in eine Zisterne, einen Brunnen, wo aber kein Wasser drin ist, und überlegen, was sollen sie mit ihm machen. Statt ihn umzubringen, verkaufen sie ihn dann als Sklaven für 20 Silberstücke an Kaufleute, die auf dem Weg nach Ägypten sind, in ein ganz anderes Land. Und später wird sich dann überraschenderweise zeigen, dass Josefs Traum doch wahr wird. Er kann nämlich die Träume des Pharao richtig deuten und der macht ihn dafür zum mächtigsten Mann in Ägypten, zum Herrn über die Kornspeicher. Und dann, in einer Hungersnot, kann Josef seine Familie, seine Eltern und seine Brüder mit ihren Familien retten und nach Ägypten holen. Und mit seinen Brüdern, die ihn damals auch als Sklaven verkauft haben, versöhnt er sich wieder. Ich finde, diese eindrucksvolle Geschichte wirft auch ein Licht auf unsere Familienbeziehungen. Das Schwierige an der Josefs Geschichte ist wohl, dass sein Vater den Josef eindeutig bevorzugt hat und damit natürlich den Neid der Brüder befeuert. Heute fragen sich Eltern, die ich treffe, schon mal, wie können wir denn so mit unseren Kindern umgehen, dass alle spüren, wir haben sie lieb, wir setzen euch nicht zurück. Wenn Kinder neidisch oder eifersüchtig aufeinander werden, dann kommt auch oft Zorn und Aggression mit ins Spiel. Josefs Brüder wollen den Lieblingssohn ihres Vaters loswerden, die wollen ihm sogar Gewalt antun. Und da frage ich mich natürlich, wo können Kinder heute ihren Zorn, ihre aggressiven Gefühle aussprechen, artikulieren, ohne dass Gewalt die einzig mögliche Sprache bleibt. Josef hat es geschafft, sich am Ende mit seinen Brüdern zu versöhnen. Und in all dem, was sie ihm angetan haben und was danach kam, hat er sowas wie eine göttliche Fügung erkennen können. Vielleicht brauchen unsere Kinder heute auch irgendwelche Vorbilder oder Modelle dafür, wie Versöhnung denn gelingen kann. Zum Beispiel Zeichen oder Rituale, die ausdrücken, es ist wieder gut, wir können miteinander anfangen. Ja, und auch in der Fastenzeit stellt uns die Kirche solche Möglichkeiten ja zur Verfügung,
nämlich auch im Sakrament der Versöhnung. Vielen lieben Dank.